Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute wird das Video vielleicht etwas länger dauern, aber dafür gibt es eine ganze Menge zu sehen und zu staunen. Ja, und dann fange ich schon mal gleich mal an, was wir alles brauchen. Also einmal brauchen wir 1,5 mm Draht in 1,5 rund, dann einmal einen Flachdraht, 3,5 mm. An Werkzeug brauchen wir einen Seitenschneider, eine Rundzange, ein Ringdorn, mittlere Größe, für die Aufhängung, ein Hammer und einen Amboss. Gegebenenfalls vielleicht noch eine Backenzange. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und dann fange ich schon mal an mit dem Draht. Und ich nehme ungefähr, ja, auch wieder so 80 cm, also wieder das Maß Mitte Brust, langer Arm. Schneide mir das ab. Selbst wenn ein kleines Stück übrig bleiben würde, dann wäre das nicht so schlimm, weil wir können ja aus so einem kleinen Stück, können wir uns ja auch einen Kettenaufhänger machen. Und dann fange ich mal an. Das hier ist jetzt alles Handarbeit, also wirklich mit der Hand gefertigt. Ich zeige euch aber im Anschluss, wenn die Blüte fertig ist, wie ihr das leichter haben könnt, auch noch leichter haben könnt. Also schön den Runddraht, den 1,5 mm Draht auf den Finger legen. So mache ich das am besten, um einen sauberen Abschnitt zu haben oder Abschluss zu haben. Schneide ich mir natürlich erstmal die Spitze ab und dann drehe ich mir vielleicht so 2, 3 kleine Runden mit der Hand. Und dann nehme ich, jetzt muss ich mal gucken vom Platz her, dass ich hier nicht wieder alles hier abrasiere, was hier noch so drauf steht, und biege mit der Hand so ein bisschen mit dem Zeigefinger. So, ich mache das jetzt mal anders. Ich wickel den Draht jetzt mal hier so ein. Dann ist der kürzer und dann kann ich euch das besser zeigen. So, also mit dem Daumen, also nicht mit dem Zeigefinger vielmehr, und mache jetzt so eine Schlaufe und gehe nach unten weg. Wichtig ist, dass die erste Schlaufe nicht ganz so klein ist. So. Und jetzt setze ich eine zweite Schlaufe daneben, aber eine kleinere. Und biege immer, ihr seht schon, ich biege eigentlich nur den Kettenanhänger. Das wird ja ein kleiner Kettenanhänger. Seht ihr das? Ich biege immer nur mit meiner Hand, immer in eine Richtung. Alles andere, die Hand bleibt stehen, die führt den Draht. Und jetzt wieder, jetzt mache ich eine große Schlaufe wieder und nach unten weg. Nach unten weg deswegen, damit beide Drähte unten liegen. Hier liegen beide Drähte oben drauf. Und dann kommt wieder eine kleine Schlaufe und die muss natürlich jetzt wieder oben, oberhalb sein. Das merkt ihr schon, wenn ihr mit Daumen und Zeigefinger drauf geht, da drückt nichts, das ist also richtig. Und jetzt kommt wieder eine große Schlaufe. Also immer abwechselnd eine große Schlaufe und eine kleine Schlaufe. Dabei müsst ihr natürlich gucken, dass die Abstände von den Schlaufen gleichmäßig werden. Die sollten, wenn es geht, relativ gleiche Größe haben. Aber ich sage ja, das ist Handarbeit. Und dann verrate ich euch ja noch, wie es einfacher geht. So, und jetzt wieder eine kleine Schlaufe. Und die muss jetzt wieder unterhalb. Also da muss man schon mal ein bisschen gucken, dass man nicht so aus dem Ruder läuft hier. Und wieder eine große Schlaufe. Noch kann man gar nicht so richtig erkennen, was es wird. Aber ihr habt das ja sicherlich auf dem Foto gesehen. Und auch von dem Namen her, was wir hier machen. Und wieder eine kleine Schlaufe. Und wieder eine große Schlaufe. Also im Prinzip könntet ihr jetzt stundenlang schlaufen und vorproduzieren. Die großen Schlaufen zähle ich in der Zwischenzeit mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wobei die eine große Schlaufe wieder etwas kleiner geworden ist. Da zeige ich euch aber, wie ich die wieder ein bisschen größer kriege. Und die kleine Schlaufe. Das war's schon. 1, 2, 3, 4, 5. Genau.
Das war's schon. Jetzt schneide ich die kleine Schlaufe da den Draht ab. So. Bitte verwendet, wenn es möglich ist, immer den schwarzen oder mit einem roten Griff haben wir den noch, diesen Seitenschneider. Der ist richtig schön gerade und schneidet auch gut. Den brauchen wir gleich für weitere Dinge noch. Also mit der Rundzange noch so ein bisschen rüber gehen und nochmal so ein bisschen, dass die Schlaufe schön gleichmäßig ist. So, jetzt sieht das ja noch nichts aus. So sieht es aus, wenn ich das mache. So würde das bei euch auch aussehen, also nicht erschrecken. Und jetzt rutschen wir einfach so ein bisschen hin und her mit dem Draht und formen uns die Blüte, die wir gemacht haben. Und wenn sie noch nicht ganz gleichmäßig ist, dann helfen wir natürlich ein bisschen nach, indem wir das auch ein bisschen justieren. Ja, manchmal geht es schneller, manchmal geht es nicht so schnell, je nachdem, wie man eben drahtet. Aber da das ja Handarbeit ist, macht das gar nichts. Aber das kriegt ihr auch hin. Das ist nicht so wild. Bisschen mit dem Fingernagel könnt ihr reinfassen und euch wieder den inneren Kringel so ein bisschen. Ja, und ich denke mal, jetzt haben wir den so ein bisschen hin und her geruckelt. Die Schlaufe ist jetzt hier nicht ganz so schön, aber wenn ich mir das so hindrehe, das wird schon. Jetzt nehme ich wieder meine Seite und hämmere das Ganze. Ihr guckt auch, ob ihr Hammerschlag mögt oder was ihr wollt. Und die Enden könnt ihr ruhig etwas mehr hämmern, dann wird der Draht wieder etwas breiter. Aber bitte nicht hier in der Mitte, wo sich die Drähte überlappen, weil dann macht ihr den Draht kaputt. Und auch auf eure Finger solltet ihr achten. Sonst hüpft ihr einmal im Dreieck. So. Ja, ich hätte jetzt eigentlich am Anfang, wo ich den Kringel gemacht habe, den inneren, hätte ich gleich hämmern sollen. Habe ich vergessen, ich Nuss. Also, entweder nehmt ihr dann das dünnere Teil. Da kommt ihr überall rum. Solltet ihr jedenfalls. Oder ihr zieht euch das wieder etwas auseinander. Und hämmert es. Und zieht euch die Blüte wieder zusammen. Ja, das war's eigentlich schon. Mit der Backenzange könntet ihr jetzt natürlich etwas dahergehen und die Blütenblätter so ein bisschen nach unten biegen, ganz leicht und eben. Das mache ich immer, wenn ich jetzt einzelne Blüten mache. Sieht das natürlich richtig schön aus. So. Und jetzt guckt ihr am besten, was oben sein soll. Nicht jede Schlaufe passt zu dem Aufhänger dann. Also da müsst ihr wirklich mal gucken und eventuell noch mal so ein bisschen hin und her justieren. Ich nehme jetzt einfach mal die obere Schlaufe da und dazu nehme ich meinen Flachdraht und schneide mir gleich ein Stück ab. Also 4 cm würde reichen, das ist jetzt ein bisschen mehr. Oder ihr lasst es auf Rolle. Nehme also ungefähr davon so, ja, 3 mm, 4 mm und biegt euch den Draht wieder nach hinten weg. Dann habt ihr wieder diese Schlaufe und dann braucht ihr das Ganze hier einzuhängen. Dreht den Kettenanhänger um. Das habe ich ja auch schon in einigen Videos gezeigt. Und mit der Rundzange ziemlich am Anfang oder am Ende des Drahtes, je nachdem, anfassen und einmal herumbiegen und ein bisschen nachjustieren mit der Zange. Wichtig ist, dass es wirklich locker ist. Und dann nehmt ihr euren Ringdorn und dann nehme ich ja immer die mittlere Stärke
dann habt ihr auch einen schönen Verschluss. Und den schneide ich jetzt natürlich mit dem Cutter ab. Und wenn ihr drüber fasst, da ist kratzt nichts. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Kettenanhänger, den ihr so tragen könntet. Am Reif oder am Kautschukband, je nachdem, was ihr da so gerade zur Verfügung habt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr mehrere solche Blüten macht, einmal so ein tolles Collier euch auch zusammenstellen. Viele von euch kennen ja schon unsere Anleitung, das vom Blütencollier, und das will ich euch hier auch nochmal zeigen, wie man das so zusammensetzen kann. Und im Anschluss werde ich dann im nächsten Video euch zeigen, wie dieses Blütencollier oder wie überhaupt so Kettenreife hergestellt werden. Das ist ganz interessant. So, das lege ich mal zur Seite weg. Also die Anleitung, die bekommt ihr dann im Shop. So, und das ist ja dieses tolle Blütencollier. Das habe ich in rosa gefertigt und sieht traumhaft schön aus, wenn das getragen ist. Und ich habe mir was einfallen lassen. Ich habe gedacht, ich bereite schon mal was vor. Wie man das auch so ein bisschen verbindet, das zeige ich euch. Und zwar habe ich dann schon mal angefangen. Die habe ich jetzt in Silber gemacht, den Außenverschluss. Dann eine Blüte in Platin. Dann habe ich eine Blüte in Champagner. Und dann habe ich eine Blüte gemacht in Hellgold. Und jetzt setze ich in Gold noch das Ende mit drauf. Also da sollten ziemlich die Blüten gleich sein. Also in der Mitte mache ich immer ein bisschen größer und die Außenblüten sollten jeweils gleich groß sein. Also ich habe das hier mit der Hand gemacht und dann ist das natürlich nicht so einfach. Aber mit der Anleitung von der Blüten, vom Blütencollier, was wir ja im Shop haben für die Happy Chic Platte, kriegt ihr das rucki-zucki hin. So, und nun zeige ich euch diesen Verschluss oder dieses Außenteilchen, was man da noch mit ansetzen kann. Da habe ich jetzt einfach mal, wie viel Zentimeter habe ich jetzt hier? Das sind ungefähr 27 Zentimeter. Wird bestimmt zu lang sein, nehme ich mal an. So, und jetzt biege ich mir einmal so einen Bogen. Gern könnt ihr auch, wenn ihr etwas schon gemacht habt, euch das ruhig mal hinlegen und so übereinander setzen. Dann wisst ihr ungefähr, wie und was. Und dann mache ich eine kleine Schlaufe und lasse den jetzt so stehen. Und da setze ich auch wieder eine kleine Schlaufe und gehe wieder oberhalb vom Draht. Ihr könnt den jetzt hier so schön überlappen, so schön überkreuzen. Das habe ich hier gemacht. Aber ihr könnt es auch auseinanderziehen. Ihr könnt es auch so herumsetzen. Und dann ich muss hier noch ein Stück abschneiden. Das eine Kringelchen wird bestimmt zu kurz werden, aber das ist dann so. Live in Tüten. So, und jetzt wieder. Also macht euch ruhig die Mühe und kappt so ein bisschen die Enden ab. Hier werde ich das Ende nicht abkappen, weil mir das etwas zu kurz geraten ist, das gute Stück. Das seht ihr schon. So. Und jetzt habe ich natürlich hier, dann mache ich das mal ein bisschen größer, einen großen und einen kleinen Kringel. So wie das praktisch hier in Silber jetzt ist. Und das setze ich jetzt hier einmal in Gold mit drauf. Das wäre jetzt so dieses Blütencollier. Das müssen wir natürlich auch noch ein bisschen hämmern. Das andere habe ich alles schon gehämmert und alles schon vorbereitet.
fertig. Und jetzt setzen wir die Verbinder dran. Wir stellen praktisch jetzt unsere eigenen Biegeringe her. Die könnt ihr nämlich in Farben selber machen. Und hier habe ich ja mit Silber angefangen. Also nehme ich dann auch mal einen Silberton. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mir den... Das ist Platin. Das Licht ist jetzt auch nicht mehr das Beste hier. Es wird langsam duster draußen. So. Und da mache ich einmal kleine Biegeringe. Setze mir praktisch dieses über den Ringdorn. Und so könnt ihr eure Biegeringe auch herstellen. Und dann schneide ich die mit dem Cutter ab. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, den sind beide gut, entweder mit dem schwarzen Griff oder mit dem roten Griff. Bitte nicht den ganz, ganz einfachen nehmen, dann habt ihr wirklich solche also keine schönen geraden Kanten. So. Und einmal mache ich jetzt einen etwas größeren Biegering, da gehe ich in die Mitte. So. Da könnt ihr gut auch Enden nehmen, also Reste nehmen und euch die schon mal so vorschneiden. Ehe so ein Stück Draht in Müll wandert, könnt ihr das lieber aufheben und euch selber so ein bisschen ganz tolle Sachen damit machen. Die sind zwar jetzt nicht so hart gebrannt wie die, die wir im Shop haben, aber wir haben sie ja leider nur in Silber und von daher alles gut. Also den großen, den setze ich mir einmal, ich biege praktisch, dass mich aus dem Bild jetzt rutsche, einen kleinen und einen großen setze ich jetzt hier mal so ran. Also wenn es geht, hämmert bitte nicht die Biegeringe. Sieht zwar wunderschön aus, aber ihr kriegt sie, gehen so aus der Form, das kriegt ihr so gar nicht mehr hin. So, und den setze ich mir schon mal hier oben dran. Und zwei kleine setze ich mir einmal hier ran. Ihr könnt natürlich, wenn ihr es richtig macht, macht ihr es natürlich jetzt nicht mit der Hand, sondern ihr nehmt richtig die Rundzange oder zwei Rundzangen und haltet es fest. Ich mache das jetzt hier mal schnell mit der Hand. Ich habe das in einem anderen Video gezeigt, wie das geht mit Zange. So, na, also hier festhalten und dann mit der... Ich quäle mich gerade mal ins Bild. Also so. So wäre das richtig professionell. Aber das kriegt ihr auch mit der Hand hin. So, jetzt habe ich die beiden schon mal verbunden. Und jetzt Platin. Das heißt, ich nehme mir jetzt für Platin und mache mir zwei Biegeringe. Und die mache ich wieder an die kleinste Stelle. Wunderbar. Und den setze ich jetzt einmal an der Kante von der großen Champagnerblüte ran an die Blüte mit Platin. Und den setze ich auch noch ran. Und so ist es alles locker und einen guten Verbinder. Ihr könntet das natürlich auch festbinden mit 0,8. War nicht zu faul, sage ich ganz ehrlich. Das geht wunderbar, wenn ihr auch diese Biegeringe nehmt. Jetzt haben wir hier Champagner. Und dann setzen wir auch zwei Biegeringe in kleiner Größe hin. Und wie?
wieder. Jetzt nehme ich die hellgoldene Blüte, friemel das hier rein und an die große Blüte. Und hier unten nochmal festsetzen. Und ich habe die Idee bekommen, das auch mal in mehreren Farben zu machen letztens. Und da habe ich gedacht, das machst du doch mal, Ton in Ton. Ich wollte eigentlich Lila nehmen und Aubergine und ja, Lavendel, was es eben alles so gibt. Aber irgendwie passte das mit dem Flieder nicht so richtig zusammen. Da war ich dann doch ein bisschen eigen. So, und jetzt kommt natürlich das Hellgold als Biegering. Und da werden wir auch zwei kleine setzen. Also ist ein toller Hingucker übrigens. Ich habe die Blütenkolliers also schon ganz, ganz viel an den Mann gebracht. Und immer wieder toll zu tragen. Und jetzt gehe ich auch wieder mit dem Gold, die unterste. So, wie gesagt, der Kringel ist jetzt hier etwas zu kurz geraten, aber ja, ist dann leider so. Ich hätte jetzt auch einen neuen noch machen können, aber das fällt gar nicht auf. Und dann wieder zusammensetzen. Und hier werde ich jetzt gleich in Gold einen kleinen und einen großen setzen. Das Schöne ist, dass ich euch gleich im Anschluss zeige, ich weiß nicht, ob ich das Video alles nacheinander reinstellen kann, ob wir das so zeitlich schaffen. Auf alle Fälle werde ich das im Anschluss gleich noch drehen. Und da zeige ich euch, wie man das dann noch verbindet. An einem Collier. So, und jetzt nehmen wir natürlich die mittlere Stufe wieder und setzen uns einen großen Biegering. Das schnipst hier wieder durch die Gegend. So, und den kleinen und den großen verbinde ich miteinander. Den nehme ich jetzt mal hier. Schließe den Biegering wieder. Öffne ihn leicht. Und jetzt habe ich ihn schon mal vorbereitet für das nächste Video. So. Und ich finde mal so eine Art Collier richtig toll. Ich hoffe, das hat euch Spaß und Freude gemacht, hier zuzuschauen und ihr habt wieder etwas gelernt. Wie gesagt, von einer einzelnen Blüte, die ihr gut tragen könnt, könnt ihr natürlich auch ein ganzes Collier machen. Und hier ist eben der Kettenanhänger, der Aufhänger in einem Flachdraht gewählt. Und hier werden wir dann gleich im Anschluss noch ein paar Reife setzen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Alles verlinke ich wieder im Shop, beziehungsweise hier in der Infobox, was ihr alles so braucht an Materialien und Werkzeug. Und dann wünsche ich euch ein fröhliches Drahten und gutes Gelingen. Bis bald, eure Katja.